Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Lustobjekte. Welche Dinge bereiten euch besonders viel Spaß und bereiten euch besonders viel Freude? Also, das kann natürlich erstmal die große Palette des Sexspielzeugs sein. Aber es kann zum Beispiel auch ein Auto sein. Oder ihr könnt es auch selbst sein. Vielleicht empfindet ihr euch als Lustobjekt und findet es entweder beschissen oder ihr findet es sogar grandios und inszeniert euch selbst auch als Lustobjekt. Oder vielleicht kennt ihr jemanden in eurer Nachbarschaft, vielleicht eine nette Blondine oder so, die ihr als Lustobjekt empfindet. Und wie geht ihr mit dieser Frau um? Es kann ja auch Mann sein, umgekehrt. Also, Thema Lustobjekte. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei. Und kostenfrei die Faxnummer auch 0800 5678 110. Ich bin jetzt sehr gespannt. Zum Beispiel auf Stefanie. Und Stefanie ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Stefanie, Lustobjekte. Ja, Lustobjekte. Mein Freund hätte gerne außer mir auch noch andere Lustobjekte in seinem Bett. Also andere? Noch andere Frauen. Also Frauen. Noch andere Frauen außer mir. Mhm. Und das, ja, da komme ich nicht drauf klar. Da kommst du nicht drauf klar. Nee. Kann man ja vielleicht auch verstehen. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? Es werden bald 2 Jahre. Ja, also eine relativ solide Anfangszeit, ne? Jo. 2 Jahre. Und seit wann äußert ihr jetzt diesen Wunsch, dass er da gerne noch ein anderes Mädel hätte? Also es hat irgendwann angefangen, dass ich ein bisschen gemeckert habe, dass der Sex so einseitig war, also eigentlich so, ja, so zu seinem Gunsten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bräuchte jetzt nicht irgendwas Spektakuläres, so aus dem Fahrstuhl oder Fallschirm springen oder was auch immer. Und da wir Sex haben, ja, würden mich auch ganz gewöhnliche Sachen anmachen. Das und hast dann, du gesagt, ne? Ja, habe ich gesagt. So, ich habe ein bisschen rumgenörgelt, wie das Frauen mal so machen. Wie Frauen gerne manchmal tun. Und so, und dann glitt das aber in die andere Schiene ab, dass dann kam, ja, wir können ja auch mal einen Swingerclub und du kannst ja dann auch gerne mal zuschauen. Wir können uns ja auch mal in so einem, es gibt ja so einschlägige Magazine, da können wir ja mal eine Anzeige für dich aufgeben. Da findet sich doch bestimmt jemand für dich. Also, also speziell für mich, weil ich ja unzufrieden war. Du wolltest im Prinzip nur Sex im Aufzug haben und dabei rausgekommen ist jetzt, dass da eine andere Frau mit in dein Bett soll. Ja, eigentlich schon. Also mit Sex im Aufzug ist er nicht hinterm Ofen herzuholen? Nee, also ich habe gesagt, es könnten auch ganz gewöhnliche Dinge sein, weil ich fand, es wurde immer fader, es wurde immer langweiliger, fand ich. Was ist denn das für ein Sex, den ihr da so habt? Warum ist der so fade? Ist das so Missionarstellung, 5 Minuten und das war's oder wie? Nee, das sind nicht 5 Minuten, das sind schon ganz ausgedehnte Stunden, aber es ist eigentlich nur für ihn da. Ja, ich soll mich um ihn kümmern. Also du sollst ihn nach Strich und Faden verwöhnen. Ja. Und er lässt dich relativ links liegen. Ja, das tut er schon. Ja, und das ging mir ganz schön auf die Nerven und da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. So, jetzt ist da ein großes Problem. Er will eine andere Frau haben. Entweder soll die Frau zu euch nach Hause kommen oder ihr geht in irgendeinen Swingerclub oder sowas, ne? Ja. Oder ihr besucht eine andere Frau. Und damit kannst du überhaupt gar nicht leben. Das wäre für dich ein Unding. Nee, also ich habe gesagt, das kann ich nicht, also ich kann da nicht zusehen in so einem Swingerclub zum Beispiel. Ich habe gesagt, wenn wir alleine dahin gehen würden, mit dem Grund, dass wir beiden Sex hätten, das wäre okay. Damit könnte ich mich anfreunden, obwohl mich das auch Überwindung kosten würde, aber ich glaube, geht's jedem so. Und könnte man dich denn vielleicht locken mit einem anderen Mann? Ja, das schon, aber ich will das nicht sehen. Och, ich will das nicht. Nee, doch nicht. Zerreißt es mir das Herz. Also das wäre nichts, wenn ein netter, knackiger Boy neben deinem Freund dann auch dich verwöhnen würde. Ja, das schon, das könnte ich auf jeden Fall sofort unterschreiben, aber
Aber? Nicht für ihn. Das kann ich für ihn, kann ich mir das nicht zugestehen. Nein, also das wird mir das Herz brechen. Also du kannst es dir doch nicht vorstellen, dass es mit ihm zusammen, also dass er da als dritte Person einen Mann hinzunehmt. Also ein Mann auf jeden Fall, aber keine Frau für ihn. Also er soll mit keiner anderen Frau Sex haben. Mhm. Ja, Moment, nochmal klar. Also wenn er jetzt sagen will, okay, Stefanie, dann holen wir jetzt einen Mann dazu und ich, dein Freund und dieser fremde Mann, wir machen mit dir dann Sex. Wärst du, Stefanie, damit einverstanden? Damit könnte ich leben, damit ja, aber er würde eher die Filmkamera auspacken als mitmachen. Ach so, aber damit, das interessiert ihn wahrscheinlich gar nicht so sehr, ne? Dass dann als Dritter ein Mann dabei ist. Nee, das ist so spektakulär wäre das für ihn nicht. So wäre das nicht. Also ich hatte ein Angebot, mit ihm doch mal nach Polen zu fahren oder nach Litauen oder in die Tschechei oder so. Ob wir da nicht mal gucken, ob wir da irgendwie so ein junges Mädel abgrasen konnten. Die könnte doch bei mir wohnen. Die könnte doch bei Steffi in die Wohnung ziehen, da hätte er doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ach, das sagt er sogar? Ja, das sagt er sogar. Wie bitte, er sagt, dass er da irgendeine Frau aufreißen will, die mit dir hernehmen will und die soll bei dir wohnen? Ja, ich dürfte auch mitfahren, ich dürfte hier sogar mit aussuchen. Das ist ja krass. Das ist großzügig, ja? Also das ist krass. Also zu sagen, wir gehen mal ins Swingerclub oder wir holen uns irgendjemanden mal für so eine One-Night-Geschichte dazu, ist ja ein Bier, aber gleich die andere Frau bei dir wohnen lassen zu wollen, ist natürlich heftig. So, du willst das nicht. Nee. Und jetzt, wie geht's weiter? Ja, es geht weiter, dass der Sex immer langweiliger wird. Mittlerweile hat er mich wohl auf Sexentzug eingestellt und er entzieht sich auch sonst irgendwelchen Aktivitäten. Wir sind eingeladen, ich möchte weggehen. Ich möchte ihn sehen, er soll einfach nur vorbeikommen, weil wir wohnen nicht zusammen. Also das hört sich nicht gut an, das hört sich schon so an. Ja, das wir entfernen uns eigentlich immer mehr. Ja, natürlich. Aber ich kann dich auch verstehen, man kann niemandem so etwas aufreden, wenn du da keine Lust zu hast, zu dieser Konstellation mit einer anderen Frau. Dann geht es nicht, Punkt aus. Ne? Da gibt's nichts zu reden. Also und wenn er das nicht akzeptiert, dann ist vielleicht die Liebe auch nicht so solide, dass er auf dich eingeht und den Kompromiss macht. Ne? Ja, also für mich ist er schon ein Lustobjekt, aber auf der anderen Seite... Ja, du offensichtlich nicht für ihn, richtig. Offensichtlich nicht für ihn, nee, definitiv nicht. Und dass ich meine, das schmerzt eigentlich jeden, ja. Verstehe. Und weiß ich nicht, wenn man jemand nicht genügt, ja, das ist schon, das trifft einen schon. Das also trifft nicht extrem und ist gerade kein Kompliment für eure Liebe. Also, das war jetzt unsere erste Anruferin, die Stefanie, die noch ein anderes Lustobjekt neben sich dulden soll, das aber... Ich möchte. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir in eurer Beziehung, obwohl sie sich nicht gut anhört, trotzdem vielleicht noch eine Chance für die ganze Sache. Ja, ich danke dir. Alles Gute, Stefanie. Ja. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr mit mir auch reden wollt über diverse Lustobjekte, das ist ja nun ein großes Thema. Wir denken natürlich zugegebenermaßen in erster Linie an Sex, das ist auch okay, da gibt es ja viele Lustbarkeiten, viele Dinge, die einen richtig scharf machen können. Darüber möchte ich mit euch sprechen, welche Dinge machen euch richtig scharf, was sind Lustobjekte. Aber es können auch ganz andere Sachen sein, wie ein Auto zum Beispiel. Das kann ja auch ein extremes Lustobjekt sein oder Kleider oder irgendwelche anderen Gegenstände. Oder vielleicht empfindet ihr euch selbst als Lustobjekt und findet das sogar sehr gut und geht hinaus in die Welt und sagt, hier, Welt, ich bin sehr lustvoll und sehr erotisch und ich will das auch sein. Beißt mal zu oder kommt mir an die Angel. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Hartmut, 43 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hartmut. Ja, hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ich wollte erstmal sagen, dass deine Sendung total klasse ist. Danke. Schöner Einstieg fürs Gespräch. Und erstmal wollte ich dazu sagen, jetzt Thema mollige Frauen. Ja? Da finde ich, dass da die Erotik total knistert. Also sind Lustobjekte für dich mollige Frauen? Ja, die sehr mollig sind, also sehr mollig sind. Ne? Wie mollig müssen die Frauen denn sein, dass es bei dir ab 100 Kilo. Ab 100 Kilo aufwärts? Genau. Ja. Was findest du denn an molligen Frauen so knisternd, so erotisch? Ja, erstmal sind die irgendwie griffiger. Man kann mit denen alles machen. Die sind nicht so, dass man die zerbrechlich sind oder dass man die, ne? Mhm. Man kann die so nehmen und rumschmeißen, dann wird das macht dann nichts aus. Also du meinst, man kann gut zupacken? Genau. Ohne, dass die gleich kreischen und sagen, es tut weh oder so? Ja, richtig. Und die wollen das vielleicht dann ja auch, nach deiner Erfahrung? Genau, nach meiner Erfahrung, also wollen die meisten das, ne? Ja. Wie ist denn nach deiner Erfahrung die mollige, etwas
vollschlanke Frau im Bett. Ja, ich kann sagen, also dass ich da soweit sehr zufrieden bin, was ich da so an Freundinnen gehabt habe. Ne? Hast du denn den Vergleich zwischen sehr schlanken Frauen? Ja, den habe ich gehabt. Also dass eine sehr relativ schlanke Frau oder relativ mufflig ist. Ne? Das klingt jetzt sehr schön und auch sehr, sehr, sehr zum Schmunzeln, aber wirklich die ganz ernsthafte Frage, kann man das so verallgemeinern? Kann man sagen, dass so generell dickere Frauen, weiß ich jetzt, besser im Bett sind und sich mehr gehen lassen können? Kann man das, frage ich? Ja, weil die irgendwie ganz anders sind im Bett. Die sind lustvoller im Bett. Die machen alles mit. Die sind nicht so, dass sie sich schämen müssen oder so. Also du meinst, man kann es verallgemeinern? Ja, würde ich sagen jetzt. Ja, aber wiederum kann man andererseits ja nicht verallgemeinern, man kann ja nicht sagen, alle dünnen Frauen sind Schlaftabletten im Bett und Bügelbretter, Gitter, kann man nicht sagen. Nein, das kann man nicht sagen. Das ist Du bist im hohen Alter von 43 Jahren mittlerweile. Hast du schon eine längere Beziehung oder längere Beziehungen? Ja, ich habe jetzt eine Beziehung von 4 Monaten und meine Frau ist jetzt 11 Jahre jünger. 11 Jahre jünger und seit 4 Monaten bist du mit ihr zusammen und sie ist auch eine mollige Frau. Auch eine mollige Frau, ja. Die ist ungefähr 130 Kilo. 130 Kilo. Wie groß und wie dick bist du? Oder wie viel wiegst du? Also ich wiege jetzt knapp 100 Kilo. Ja, nur auch gerade keine Bohnenstange. Ne? Nein, das Wann hat das denn bei dir angefangen? Kannst du dich an so einen Schlüsselreiz erinnern? Der Schlüsselreiz war da, wo ich hier in der Lehre war damals, da hatte ich ein Erlebnis. Da hatte ich auch eine Annonce geschrieben, wo eine mollige Frau also Männer suchte für dann und wann. Und dann habe ich da jemanden kennengelernt, da war ich gerade 16, 17. Und dann ging das die ganze Nacht. Und seitdem weißt du, das ist für mich das Richtige. Dann habe ich auch ein paar dünne Frauen gehabt und das ist nicht so, wie es sein soll. Nun gibt es, ich könnte schwören, jetzt Tausende von Männern, die uns zuschauen und zuhören, die so im Stillen, das sagt man natürlich nicht so nach draußen, aber im Stillen denken die, nee, mir wäre das eklig, so viel Fett. Und das anzufassen. Ja, das sagen die schon. Aber das heißt dann auch, dass die lieber eine dünne Frau zum Ausgehen haben wollen, zum Vorzeigen. Dass man sieht, die haben was Süßes, das gut aussieht. Ja. Aber Charakter scheiße. Aber lieber auf eine mollige. Dann zurückgehen, die dann im Bett wieder besser ist, ne? Ach so. Du meinst, so sind die dann gestrickt, die Männer. Ja, genau. Also, ich hoffe, dass deine Frauen gerne Lustobjekte bei dir auch sind. Ne? Gehe ich auch davon aus, wenn jetzt auch da. Warst du denn länger auch schon mal mit einer dicken Frau zusammen? Ja, das längste war so 5 Jahre. 5 Jahre, na, immerhin. Das ist schon ganz, ganz ordentlich. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sie dann abnehmen wollte. Umso mehr sie abnahm, umso launischer und noch viel wurde die. Ne? Ja, das ist ja ein Problem. Es gibt ja schon viele dicke Leute, die gar nicht gerne dick sind, sondern auch abnehmen wollen. Das ist schon richtig. Das heißt, das wäre bei dir Voraussetzung, ich will eine dicke Frau, die auch dick bleiben will. Ne? So, so möchtest du es. Auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf. Okay. Lust auf die dicke Frauen. Tschüss, Hartmut. Petra ist 20 Jahre alt und hat sich bei mir heute Nacht auch zu dem Thema Lustobjekte gemeldet. Guten Morgen, Petra. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Und zwar geht es darum, dass die Männer mich als Lustobjekt ansehen. Die Männer sehen dich? Wie gerne würde ich dich jetzt sehen. Ob die Männer recht haben. Jetzt beschreib uns doch erstmal, wie du aussiehst. Die Maße. Was heißt ziemlich groß? 1,73 Meter. Ja. Etwas länger als aber die Schulter, lange, glatte, braune Haare. Also eher dunkelbraun. Wie lang sind grün. Die Haare? Etwas länger als aber die Schulter. Etwas länger als aber die Schulter. Ja. Dann grün, grau, gelbe Augen mit einem gelben Schimmer drin. Wow. Ja, und ich hatte mal so ein kleines Augenbrauen-Piercing, habe ich mir aber jetzt rausgemacht. Ja. Körbchengröße müssen wir jetzt alles wissen, sonst können wir uns das nicht richtig vorstellen. 80B, also normal. Normal, ja. Also eine durchaus attraktive junge Frau. Ja, ich meine, ohne dass sich das jetzt irgendwie arrogant anhört, aber ich finde mich selber auch ganz okay so. Jetzt sagst du, die Männer empfinden oder sehen dich als Lustobjekt. Ja, genau. Findest du das in Ordnung oder stört dich das? Nee, natürlich nicht. Also wenn ich jetzt in Diskotheken gehe oder in Cafés, die meisten Männer, die schauen mir halt vor den Kopf statt in den Kopf. Ja, aber wie soll man denn in den Kopf gucken? Peter, selbst wenn ich dich in der Disco sehen würde, ne, würde ich dir auch erstmal vor den Kopf gucken. Ja schon, aber das ist dieses Vorurteil eben. Ich lege auch viel Wert auf mein Äußeres, also ich schmink mich auch. Und wenn die Männer mich sehen, die denken dann, guck mal, da kommt eine, die ist leicht zu haben, eine Schlampe in Anführungsstrichen. Warum bristest du dich denn so auf? Da könnte man auch sagen, du machst gar nichts, damit die Leute dann deine inneren Werte erkunden können und nicht abgelenkt sind von der Schminke und von den Haaren. Ich weiß, ich bin einfach so. Wenn ich weggehe, wenn ich rausgehe, wenn ich shoppen gehe, wenn ich in eine Disco gehe, dann
Ich muss mich einfach fertig machen. Ist ja nicht so ein klein bisschen auch der Reiz dabei, dass du es auch provozieren möchtest, dass die Männer dich angucken? Und ist es nicht schön, auch begehrt zu sein? Ja, doch schon, aber ja. Also auf dich, aber auf jeden Fall gibt es auch immer so ein, wo die Grenze überschritten ist und wo es dich dann nervt. Ja, schon. Also es gibt dann auch hin und wieder mal welche, die ich dann kennenlerne, mit denen ich mich dann auch unterhalte, wo ich dann denke, okay, dass die dann mich als Menschen kennenlernen wollen, wo ich mich dann auch mit denen einlasse und wo ich dann hinterher erst, wenn es zu spät ist, merke, dass es ein Fehler war. Also dass sie nur eben meinen Körper wollten. Nach außen hin wirkst du sehr feminin wahrscheinlich und sehr attraktiv. Was sind denn deine besten inneren Vorzüge? Deine besten Eigenschaften? Jetzt hast du die Chance, das hier zu sagen. Ja, also ich bin eigentlich ziemlich sensibel, treu auch. Ja. So, ich merke, dass der mir gegenüber auch treu ist. So wollen wir euch Frauen weiter. Sensibel, treu, finde ich gut. Ja, was fällt mir noch an spontan jetzt? Ehrlich wahrscheinlich. Weiß ich jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall viel auf der positiven Seite. Ja, ich habe es auch schon über so einer Dating-Line versucht, weil da unterhält man sich ja zuerst mit den Leuten. Da spielt ja das Äußere zuerst erstmal keine Rolle. Und da habe ich schon darüber versucht. Ich habe mich auch echt mit manchen wirklich nett unterhalten. Wir haben auch Privatnummern ausgetauscht. Und wo man wirklich denkt, okay, der schaut erstmal aufs Innere und dann aufs Äußere. Aber wenn man sich dann mit denen trifft, dann sehen die dann, ist doch nicht so schlecht. Und dann kommt sie da aufs Gleiche drauf raus. Und die wollen immer nur Sex. Immer nur den Körper, immer nur Sex. Hast du denn schon mal irgendwann in deinen 20 Lebensjahren einen Mann kennengelernt, einen jungen Mann, bei dem das anders abgelaufen ist? Ein einziges Mal. Und warst du mit dem zusammen? Ja, mit dem war ich 11 Monate zusammen. Na, immerhin, also fast ein Jahr. Aber ist schon schade. Erst ein einziges Mal so eine gute Erfahrung gemacht. Ja, leider. Aber ich sag's dann doch nochmal, Petra, und komm darauf zurück. Wenn dich das so sehr stört, dass die Leute extrem auf dein Äußeres abfahren, dann könntest du ja eventuell ein bisschen was an dem Äußeren verändern. Und möchte ich ja nicht. Ich fühle mich ja so wohl, wie ich bin. Ich könnte zum Beispiel, hört sich zwar ein bisschen blöd an jetzt, aber ich würde nie ungeschminkt auf die Straße gehen. Aber das ist doch albern. Du bist wahrscheinlich auch jemand, der, wenn er den Müll runterträgt, erstmal sich schminkt. Ja. Siehst du? Vielleicht ziehst du deshalb auch nur so eine bestimmte Schicht von Männern an, die du dann hinterher doof findest. Vielleicht würdest du ganz andere. Ich bin fast sicher, ich kenne dich nicht, ich habe dich jetzt nicht gesehen, dass du auch ein tolles Mädchen bist, attraktiv bist, ohne 3 Zentimeter Schminke auf dem Gesicht. Und vielleicht, wenn du mehr so eine Natürlichkeit nach außen stellst, ziehst du eventuell auch andere, vielleicht auch bessere Typen an. Ja, so extrem schminke ich mich ja auch jetzt nicht. Ich meine, regelmäßig ins Sonnenstudio, ich benutze jetzt kein Make-up, ich schminke regelrecht nur meine Augen und meine Lippen eben. Ja. Meine Augenbrauen ziehe ich ein bisschen nach und das war's dann. Aber ich meine, das ist ja schon krass, ne? Wenn du sagst, auf die spaßhafte Frage von mir, dass du den Müll nur geschminkt runterträgst, dass du da ernsthaft Ja sagst, ne? Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich in der Beziehung ziemlich alte. Ja. Ich will nur dieses Vorurteil stört mich, dass jetzt, wie gesagt, in Diskotheken oder in Cafés, wenn die Leute jemanden sehen, der jetzt Wert auf sein Äußeres legt, dass sie dann sofort sagen, guck mal, da kommt die Schlampe, die Nutte oder was weiß ich jetzt. Wie bist du eigentlich angezogen? Auch sehr knackig, kurze Röcke? Wie bin ich angezogen? Ganz normal, sage ich jetzt mal. Ja, es wird so, schon. Schwarze Stoffhosen, eine schwarze Lederjacke, etwas längere habe ich meistens an. Also da ist eine Frau, die attraktiv ist. Und die Männer fliegen ihr zu und sie findet es nervig und findet, dass sie ein Lustobjekt ist und weiß gar nicht, was sie jetzt machen soll. Ich weiß es dann, außer diesem Ratschlag, den ich ihr gegeben habe, weiß ich es auch ehrlich gesagt nicht, Petra. Auf jeden Fall passt zum Thema, ne? Du fühlst dich als Lustobjekt. Ja, was eigentlich ziemlich schade ist. Ja. Und ich wünsche dir so einen Typ, den du da 11 Monate hattest. Die gibt's nämlich auch, diese Männer. Die gibt's auch in Massen. Ich wünsche dir, dass dir so einer über den Weg läuft. Ja, danke. Viel Glück. Danke. Tschüss, Petra. Ja, ciao. Wow. Wow. Ich sehe jetzt gerade etwas auf meinem Monitor, was mich wieder sehr freut. Die nächste Anruferin ist 80 Jahre alt. 80 Jahre und sie heißt Ursula. Guten Morgen.
Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ursula. Ich habe gewusst, dass du wow oder irgend sowas sagst. Ne? Ich sehe deine Sendung ja sehr oft. Ja. Und ja, ich wollte gar nicht so ein bisschen schockieren jetzt oder was weiß ich oder verlustieren. Bitte. Das Thema heißt Lustobjekte. Ja. Und für mich bist du ein Lustobjekt. Nicht für mich persönlich, aber für viele deine Hörer und Hörerinnen. Meinst du? Und außerdem ja, verkörperst du einfach die Lust, wenn das Thema... Entschuldigung, ich komme ja selber irgendwie komisch vor. Also wenn das Thema Sex streift und dann ziemlich schräge wird und je schräger, desto besser. Du wirst immer größer, deine Augen strahlen. Ich bin, ja, es ist tatsächlich wahr, wenn ich jung wäre, könnte ich mich in dich verlieben. Aber dann müsste ich ja 60 Jahre jünger sein. Naja, 60 Jahre nun nicht gerade. Ja, naja, schon. Na. Naja, also, aber ist egal. Also für mich bist du ein Lustobjekt. Das habe ich die ganzen Male schon gedacht, wenn das Thema so ein bisschen schräg war. Mhm. Also meinst du? Ich denke mal, du weißt es auch. Also in der Beziehung Lustobjekt, dass ich gerne mich mit solchen Themen beschäftige und drauf abfahre. Sowas meinst du? Du meinst ja, es noch? Das einerseits. Und andererseits ist es tatsächlich so, dass ich von jungen Frauen weiß, deswegen habe ich es überhaupt gemacht, dass ich von jungen Frauen weiß, dass sie sich in dich verguckt haben. Ist das wahr? Ja, das ist tatsächlich wahr. Also die können dich beschreiben, die kennen jedes Hochziehen deiner Lippen und Hochziehen der Augen. Du machst mich was ganz, weiß ich. Und, du machst mich ganz die verlegen. Finden dich ganz toll. Nee, ich weiß ja auch, dass du schwul bist. Das ist mir ja bekannt. Aber das ist dir ganz egal, wenn das Thema Sex ist und zu zwei, zu dritt oder zu vier. Oh Gott, wenn mein Mann das wüsste. Ja, aber der ist schon über 20 Jahre tot. Wir waren so harmlos blöde. Und was ich hier alles schon gelernt habe, also ich muss sagen, ich bedauere, dass ich nichts davon abprobieren konnte. Also du meinst, was du hier gelernt hast bei uns in der Sendung, gehört ja, hast? Ja, genau. Ja, ich aber auch, Ursula, ich auch. Also muss ich dir auch sagen, was man hier für Dinge manchmal hört, da hätte ich auch nie zu träumen von gewagt. Ja, aber ne? Du bist sehr, also man sieht es dir wirklich an, wie interessiert du bist. Ja. Und wie du das nach- oder mitempfindest, das kann ich nun nicht so genau sagen. Mhm. Aber dass du dir das vorstellst, ne? Ich stelle mir das gerne dann immer sehr detailliert vor. Ja, das sieht man. Man sieht es, glaube mir, man sieht es. Also ich finde das so schön, dass man das auch sieht. Ja, es ist wirklich auch nicht gespielt, das kannst du mir glauben. Ja, das glaube ich auch. Sag mal, wo du nun gerade schon dran bist, ne? Jetzt hast du mir die Komplimente gemacht und ich bin jetzt verlegen und etwas. Ja, ich habe dir gesagt, er fällt vom Hocker, wie ich angerufen habe, aber. Ich hoffe, die Schminke verdeckt die Röte im Gesicht. Ach, Ivo, das glaube ich dir ja du nicht, ne? Ursula, was hast du denn für Lustobjekte? Darf ich das fragen? Was habe ich? Was hast du denn für Lustobjekte so? Also außer mir jetzt. Was gibt, ach, gibt Gott, es Gott, da? Da bin ich ja nun schon ewig überweg, über Lustobjekte, ne? Mit 8? Das weiß ich gar nicht mehr, wie das war, wenn ich ganz ehrlich bin. So lange, mein Mann ist schon über 20 Jahre tot. Ja. Und dann war für mich alles gestorben. Ja. Und wobei, du weißt ja, dass ich manchmal hier ältere, sehr ältere Leute habe, die in deinem Alter sind, um die 80 ja, oder so, ja, eben, die mir ja, auch ja. Dinge aus der Sexualität erzählen. Ja, ich finde es auch gut. Warum nicht? Ich finde es auch gut. Ich bin, was das anbetrifft, sehr aufgeschlossen geworden durch deine Sendung, muss das ich ist ganz schön ehrlich zu hören. Sagen. Verstehe ich so vieles, was ich und weiß ich so vieles, wo ich vorher überhaupt noch nie was von gehört ja. habe. Ne? Das aber am meisten amüsiere ich mich wirklich über dich. Ich betrachte dich so genau. Jede deiner Gesichtsbewegungen, die werden von mir aufgenommen dann. Und, also ich weiß ja, dass ihr sehr akribisch zuschaut. Und hier gibt's ja nicht viel zu sehen, außer na ja, mir. Aber ist, glaube ich, so gewollt. Ne? Es ist so gewollt, ja, natürlich. Steht ja im Mittelpunkt und es ist ja so eingerichtet, das Studio, dass wirklich nur du da bist. Genau, hier steht vor mir eine einzige Kamera, die ganz starr steht. Ja, ne? Genau so sehe ich das auch. Allerdings muss ich, um es jetzt abzuschwächen oder vielleicht noch auch anders zu sagen, möchte ich dann auch noch sagen, dass ich eben auch schon oft gehört habe, dass sehr traurige Themen da sind und man dir dann auch ansieht, dass es dich an dir vorbeigeht. Mhm. Also das ist schon so. Was mich aber sehr wundert, ist, ich habe dich auch schon in anderen Sendungen gesehen, wo du mal zu Gast warst oder was.
dann machst du eigentlich einen schüchternen Eindruck. Ach. Und das kann ich überhaupt nicht mit dieser Abendsendung so auf einen Nenner bringen, nicht? Also das ist ja interessant, wenn du das ja sagst, dass ich da schüchtern bin. Wobei ich ja gerne auch bei Harald Schmidt oder so sehr heftige Dinge erzähle, die hier in der Sendung passiert sind. Ja schon, aber auch bei dem Rabe. Also du bist ja auch richtig hochgegangen, wie da dieses, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber es hat ja auch wieder was mit Sex zu tun. Ja. Da hast du dich köstlich amüsiert. Und an sich, damals auch bei der Schweigestunde in der Runde da mit den anderen. Ja, da musste ich ja still sein. Ja, und ja, das ist schon, aber ich schreibe mir das schon ein bisschen hinter die Ohren. Wenn du sagst, als erfahrene Dame, du bist da ein bisschen zu schüchtern, dann muss ich mal demnächst ein bisschen mehr aufdrehen auch. Bei den nächsten Augen. Ich denke mal, also du wirkst dann etwas verschüchtert. Also wenn einer mit Heller von Sinnen durch die Lande reist und da, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja, also gegen Heller bin ich natürlich verschüchtert. Ne? Wenn wir auftreten gemeinsam, das ist natürlich klar. Da ist sie natürlich der Entertain-Star. Ursula! Ja, bist du jetzt schockiert? Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich sehr, dass du sagst, es ist doch ein Kompliment, was du am Anfang alles gesagt hast. Ich mag dich auch sehr, nicht? Sonst hätte ich gar nicht angerufen, also aber, um dir das mal so zu sagen. Darf ich dich noch was fragen, was Persönliches? Ja. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass du hier so viele, viele Dinge erfährst, gerade im Bereich Sexualität und Erotik, wovon man früher überhaupt sich gar kein Bild hat machen können. Nein. Kommen dir manchmal so Gefühle, dass du denkst, ach, schade, dass wir das früher doch nicht so erlebt haben? Ja, ich bedauere es, dass ich so dämlich war, unerfahren war und auch einen Mann hatte, der sehr unerfahren war und der hab so manches Mal gedacht, naja, ich will das mal ganz grob sagen, dir ist viel durch die Nase gegangen, nicht? Ich bedauere, ja doch, ich bedauere es. Aber es geht nicht so weit, dass du jetzt neidisch bist auf die jetzigen Generationen, die das so leben. Eigentlich nicht, nee, eigentlich nicht. Ich bin eine geborene Frohnatur. Das höre ich schon, ja. Und ich fühle das dann auch mit denen so mit, wenn die denn so erzählen und so einiges verstehe ich allerdings überhaupt nicht und begreife auch nicht, was die da so bringen. Ja. Aber wenn denn Frauen so von Liebe, von erfüllter Liebe erzählen und ich weiß gar nicht, also aber auch schon viele, viele, auch viele traurige Geschichten hier gehabt. Ja, das weiß ich, ja. Auch in Sachen Sexualität, dass Frauen ihm erzählten, dass sie nie einen Orgasmus erlebt haben, bis ins hohe Alter hinein. Ja, du wirst sehr lachen, also ich auch nicht. Du auch nicht? Nein. Du auch nicht? Nein. Bis heute nicht. Und dann hat man ja schon oft gehört und gelesen, dass Frauen nicht unbedingt einen Orgasmus brauchen. Ich habe zwei Kinder geboren, aber ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt. Dass die wirklich mit Zärtlichkeit und Liebe und so zufrieden sind, gibt es. Also bei mir war es so. Und die Frauen, die das gesagt haben, es haben ja schon mehrere gesagt, denen muss ich voll zustimmen. Sowas gibt es tatsächlich. Aber jetzt, ich hätte natürlich auch gerne mal sowas anderes erlebt. Jetzt frage ich dich was vollkommen Indiskretes. Aber ja, du ja keiner. Du kennst mich und wir reden hier ja sehr intim oft miteinander und wenn du es nicht beantworten willst, sagst du nein, Domian, Schluss jetzt und dann ist es auch gut. Ja. Wenn du sagst, du bist 80 Jahre alt, dass du noch keinen Orgasmus erlebt hast und du hörst hier immer wieder diese abgefahrenen Sexgeschichten, reizt es dich denn nicht, jetzt auch im Alter von 80 dieses Gefühl nochmal zu erleben? Nein. Ich werde neidisch und bedauere, dass mir sowas nicht widerfahren ist. Aber ich hatte einen so guten Mann, der mir alles sonst gegeben hat. Und ich habe auch während der Ehe nichts vermisst, weil ich auch gar nicht wusste, dass da noch was kommen kann. Das, nein. Also das würde ich sagen. Ganz also die ehrlich. Neugier ist nicht da, dass du sagst, ich mache jetzt mal irgendwas, um es zu erfahren. Die Neugier. Jetzt noch? Ja, jetzt noch, ja. Nein. Das nicht? Nein, absolut nicht. Das ist gerade so, als wenn Gefühle mit meinem Mann zusammengestorben sind. Ich verstehe. Das hat sehr viel mit dem Mann auch zu tun. Der war nicht krank oder was, der ist einfach umgefallen. Und Nein. Also so eine Frage kannst du ruhig stellen, das finde ich ganz in Ordnung. Hätte ich nicht anrufen dürfen, wenn ich nicht auf sowas gefasst bin. Ja, genau, ja. Aber das kann ich, diesen Standpunkt kann ich auch verstehen, dass du das sehr an deinen Mann knüpfst und damit war es dann auch beendet, nachdem der Mann verstorben war. Ja. Liebe Ursula,
Das fand ich sehr schön, dass du angerufen hast und dass du durchgekommen bist und wir haben reden können miteinander. Naja, ich denke schon mal, dass die deine Leute, das Team, dass die auch ganz blöd geguckt oder gehört haben, wie ich gesagt habe, ich bin 80 ja, und wollte dann etwas zu dir und über dich sagen. Aber ich sage es immer wieder und meine Leute alle sehen es und empfinden es genauso, dass wir uns immer ausgesprochen freuen, wenn ältere Leute hier anrufen. Und ich mich dann auch mit älteren Personen hier unterhalten kann. Ja, aber so kann, da kann ich ja nicht viel zu sagen, ne? Bitte? Ich kann ja nicht viel zu deinen Lust, dem Thema da sagen. Also ja, aber es war schon eine ganze Menge, was du gesagt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, sehr, sehr. Ach, wie schön, sehr. Da freue ich mich. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du uns noch viele, viele Jahre treu bist und bleibst. Ja, danke schön. Alles Gute, Ursula. Danke für dich auch. Auf Wiederhören, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. 1.30 Uhr und 33 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 38 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian heute Nacht zum Thema Lustobjekte. Ich möchte gerne mit euch reden über eure Lustobjekte. Was findet ihr besonders toll, besonders lustvoll? Was macht euch so richtig heiß? Was macht euch so richtig scharf? Was weckt euer größtes Interesse? Das muss nicht immer etwas mit Sex zu tun haben. Hat es natürlich in den meisten Fällen, aber es kann auch irgendetwas anderes sein. Ein Auto zum Beispiel. Oder sowas. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Beides sind kostenfreie Nummern. Wenn ihr mich hier in der Nacht anrufen wollt und euch mit mir unterhalten wollt, hier live in der Sendung, im Radio, im Fernsehen, das kostet euch nichts. Pia ist jetzt dran. Pia ist 38. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, hier ist die Pia. Ja, Pia. Schön, dass du da bist. Ja, mir geht's also so ähnlich wie dir. Ich bin also auch sehr neugierig, alles was so in Sachen Sex geht. Mhm. Und habe dann also kurzerhand diese Neugierde zu meinem Beruf gemacht. Und arbeite in einem Sexshop. Im Sexshop? In einem Sexshop. Aha. Und ich muss also sagen, dass ich eine Dorfpomeranze bin. Ne? Mhm. In unserem Haus wurde weder Sex praktiziert noch drüber gesprochen. Na, ein bisschen vielleicht schon, sonst wärst du nicht entstanden. Ja, nee, ich bin adoptiert. Das ach, du bist adoptiert. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe zwar auch so eine aufgeschlossene Erlebnisse gehabt mit Männern und das ist auch alles ganz prima und positiv verlaufen. Ja. Ja, und halt jetzt in diesem Shop, muss ich sagen, es tun sich halt nur ganz neue Welten auf. Du bist Vollzeit angestellt in diesem Sex Ich leite den Shop. Du leitest den? Ich bin für alles zuständig, auch für den Einkauf und für diese ganzen Geschichten. Und du stehst aber auch und bedienst die Leute? Ja, natürlich. Ja, da bist du ja nur an den Lustobjekten hautnah dran. Ne? Hautnah, ja. An den Sexspielzeugen, ja. An den Toys, ne? Ja. An den Sextoys. Ja. Was ist denn das Sexspielzeug, was am besten geht? Ja, Sexspielzeug ist natürlich der Vibrator in allen seinen Variationen und Ausbaumöglichkeiten. Ja, wird der Vibrator hauptsächlich von Frauen gekauft? Oder von Männern? Ja, nun muss ich sagen, ist ja leider der Kundenzulauf von den Frauen noch nicht so hoch, wie ich ihn gerne erreichen möchte. Ja, stimmt, stimmt, ja. Klar. Mhm. Aber es ist also so, dass die Männer die auch kaufen und sich auch da ausführlich beraten lassen. Mhm. Also das ist ein heterosexueller Sexshop. Gemixt. Oder? Gemixt, absolut gemixt. Also ich habe sämtliche Fetischbereiche, ich habe sämtliche in Anführungsstrichen abartigen Wünsche, die ich erfülle da in den Klinik-Sex und Klistiergeschichten und klar, SM-Geschichten. Mhm. Also meine
Kunden fangen bei 17, 18 an. Ich muss wirklich nach dem Ausweis fragen. Und das ist der Opa, dem ich reinhelfe, der mir von seinen Potenzproblemen erzählt, dem ich weiterhelfen möchte. Oder. Aber du kannst ja keine Viagra verkaufen im Shop. Das geht ja nicht. Nein, das geht natürlich nicht. Lass uns nochmal die Hitliste ein bisschen vervollständigen. Also ganz oben steht der Vibrator. Ja. Den kaufen die Männer wahrscheinlich dann hauptsächlich für ihre Frauen. Richtig. Oder auch für sich selbst. Ja, auch natürlich. Ja, für sich selbst auch. Was ist an zweiter Stelle? Ja, an zweiter Stelle sind die Magazine und Videos. Mhm. Das ist also so der Hauptschlager. Mhm. Dann die freiverkäuflichen Arzneimittel, Hilfsmittel in Creme, Tropfen und so diese ganzen Geschichten. Ne? Ja. Was ist mit so, also was fällt mir ein, so Liebeskugeln zum Beispiel? Ja, das sind alles sehr gängige Artikel, ja, die ich den Frauen und auch den Männern immer sehr ausführlich erkläre auch. Mhm. Und die dann auch gerne gekauft werden, weil das ist überhaupt für die Frau der Artikel schlechthin. Die Liebeskugel? Ja. Wie machen die Frauen das denn? Die Frauen zerhaken die Kugeln, wenn möglich, den ganzen Tag über. Also einfach mit Gleitcreme einführen. Wie viele Kugeln sind das in der Regel? In der Regel nimmt man zwei Kugeln. Zwei Kugeln, die sind aneinander, die hängen aneinander, ne? Richtig, genau. Ja. Es können auch bis zu vier Kugeln sein. Es gibt auch mit Vibration. Aber von den Kugeln allein ist es ja halt so, dass natürlich die Vaginamuskel versucht, das zu halten, die Kugeln. Mhm. Bei jeder Bewegung und dass die ganze Bodenbeckenmuskulatur natürlich super entwickelt wird dadurch und die Frau ist halt in der Lage, mit diesen Muskeln auch zu arbeiten, auch beim Sex zu arbeiten. Das heißt, es ist ein hervorragendes Training für Frauen, für super, den Koitus dann hinterher, ja, ne? Natürlich, weil die Frau wird viel orgasmusfähiger. Was kosten denn so gute Liebeskugeln, so normale gute Liebeskugeln? Oh, gute Latexkugeln kosten 20 Mark. 20 Mark. Und da gibt es auch Kugeln, die noch einen kleinen Motor eingebaut haben? Die Vibration, ja. Das ist ja ganz schräg. Du hast dann die Kugeln in dir und die vibrieren auch noch. Ja, richtig. Und die tragen die Frauen dann oftmals den ganzen Tag. Ja, richtig. Das heißt also, immer wenn ich so eine Frau treffe, könnte ich überlegen, hat sie jetzt Kugeln, hat sie jetzt keine? Im Moment, selbstverständlich, ne? Ja, klar. Natürlich. Und das ist natürlich dann, könnte ich mir so vorstellen, für die Frau eine permanente, leicht erotisierte Stimmung auch, ne? Wenn sie... Selbst wenn du die Kugel ohne Vibration trägst, kommst du also permanent in Stimmung. Im Prinzip bist du als Frau ständig in Erregung. Das heißt also, das sollte jeder Arbeitgeber letztendlich finanzieren, ne? Damit die Sekretärin und wer auch immer in guter Stimmung ist. Ja, also immer ein Lächeln im Gesicht, klar. Also die gehen gut, sagst du, bei den Frauen. Ja. Du hast gerade am Anfang so eine Bemerkung gemacht, dass dir da sehr viele seltsame Dinge passieren in diesem Sexshop. Ja. Was zum Beispiel? Erzähl mal. Ja, was ich also schon sehr prägnant war, war ein Kunde, der also über wohl einen Riesenschwanz verfügte. Mhm. Er kaufte also nacheinander im Laufe von mehreren Wochen also alle großen Kondomsorten durch. Mhm. Kam irgendwann ganz verlegen an, so von wegen, ja, ob es dann da vielleicht doch was Größeres gäbe. Mhm. Naja, sag ich, kommen Sie mal mit zu dem Regal mit den ganzen Dildos. Sagen Sie mir doch mal bitte, von welcher Größe sprechen wir denn jetzt hier? Ja. Zeigte mir auf die 30 Zentimeter. Hey. Ja. Da bin ich natürlich zusammengezuckt, habe ihn angeguckt, den Reflex natürlich unterbunden, ihm auf die Hose zu schauen, klar. Und habe ihm dann eben angeboten, okay, ich telefoniere mal rum, ob ich irgendwas für Sie tun kann. Ja, und konntest du für ihn etwas tun? Nein, also außer Riesengelächter, haha, handelt es sich um Pferd, war natürlich nicht zu bekommen in der Größe, klar. Aber gibt es denn nicht mittlerweile auch Kondome, soweit ich weiß, ja, auch für sehr gut gewachsene Männer? Ja, selbstverständlich. Aber nicht für 30 Zentimeter? Nein. Mhm. Nee. Es ging ihm auch um den Schutz und er sprach auch darüber, die Kunden vertrauen sich mir auch an, dass es natürlich auch ein Riesenproblem ist, eine Frau zu finden, die mit den 30 Zentimetern was anfangen möchte. Kann. Also sind das dann manchmal auch ganz intime Gespräche, die du da führst und ganz persönliche Dinge werden da besprochen, ne? Ja, natürlich. Ja. Da muss man sich auch sehr viel einlesen in die ganzen Themen. Da gibt es aber gute Literatur, um auch zu verstehen, was der Kunde mir darüber bringt und das nachempfinden zu können, um da auch beraten zu können. Also hinlänglich ist ja, könnte ich mir vorstellen, dass die meisten Leute so die Nase rümpfen, ach, das ist eine Verkäuferin im Sexshop. Aber das ist ja dann doch ein sehr anspruchsvoller Beruf. Selbstverständlich. Ne? Der sehr ans Substanzielle bei manchen Menschen geht. Ne? Ja, natürlich. Man muss sehr gut sehr empfindsam sein. Man muss sehr gut auf die Kunden eingehen können. Man muss versuchen, eben auch dieses Vertrauen zu wecken, damit sich der Kunde anvertrauen kann. Aber du konntest jetzt diesen 30 Zentimeter Penismann, den konntest du nur nicht richtig gut bedienen. Das ging nicht. Nein, nein, nein. Und der Arme musste von dannen gehen. Er wird wahrscheinlich von einigen Männern beneidet, aber letztendlich ist er nicht beneidenswert, nein, weil er immer Probleme hat. Ne? Ja, richtig. Sah man es ihm denn so an? War es irgendwie so ein Tier von Mann? Oder? Nein, es war ein ganz schüchterner im mausgrauen Anzug mit Aktenköfferchen und ihm war es eigentlich erstmal furchtbar peinlich, bis er überhaupt mit der Sprache raus wurde. Und du glaubst ihm auch, er hat nicht aufgeschnitten? Nein, also ich meine, als er dann nochmal kam, habe ich schon nochmal hingeguckt, klar. Das habe ich mir nicht verkneifen können. Das Thema heißt Lustobjekte. Du bist den ganzen Tag mit Lustobjekten umgeben, ja, in deinem Shop, in dem Geschäft. Ja.
ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man da als Frau arbeitet, dass man da auch manchmal blöd angebaggert wird und selbst zum Lustobjekt wird. Ist das so? Ich sag mal so, es ist also meinen Mitarbeiterinnen schon durch die Bank weg passiert. Die jungen Mädchen im Shop werden nicht ernst genommen. Das habe ich aus Erfahrung, aber es ist nicht sehr gut, wenn zu junge Frauen drin stehen. Es war was fürs Auge, aber die sind wirklich in Gefahr, weil die, also da gibt es dann Übergriffe. Bei mir ist es so, ich mache ganz oft konservativ. Das heißt, ich habe also grundsätzlich keinen Rock und keinen Ausschnitt. Ach so, also mit Hosen und Anzug, Bluse, Rollkragenpulli oder sowas. Ja, also schon schick auch und so schon auf eine gewisse Distanz und auch, ne, traut sich nicht gleich jeder, mich anzusprechen. Aber ich gehe natürlich offen genug auf die Kunden zu, dass sie sich dann schon wissen, dass sie sich mir zumindest in dem Bereich... Meinst du, die Männer haben weniger Scheu zu fragen nach gewissen Einzelheiten, wenn da eine Frau ist? Oder reden die dann doch lieber mit einem Verkäufer? Tja, das ist eigentlich gemischt. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon gut, Frauen in so ein Geschäft reinzustecken und Männer können da auch mit umgehen, weil man auch flirten kann, das lockert ja auch. Ja, natürlich. Ja, aber ich habe auch einen Piercer mit drin, der da schon mal mit aushilft und das ist halt ein Typ, der auch so redet, wie ihm das Maul gewachsen ist. So, komm mal mit, Jungs, zeig ich dir mal was, das musst du sehen, das ist toll, das musst du mitnehmen und so. Da führen die so richtige Männergespräche, da ziehe ich mich dann auch ganz zurück. Also ist es ideal besetzt, ne, wenn du da bist und der Piercer. Ja. Ihr habt sicherlich auch im Sortiment diese aufblasbaren Puppen, ne? Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch sehr eingehende Verkaufsgespräche führen muss, ne? Ich habe mir das mal angeguckt. Die sind ja irre teuer, die Dinger. Ja, ja. Also bei den einfachen Puppen so bis 200 Mark fragt kein Kunde. Die gucken sich das am Kartönchen aus und nehmen das mit. Mhm. Und wie teuer sind die teuersten? Die hochwertigen zwischen 800 und 1000 Mark legt man so da. So viel? Ja. Ja. Warum sind die so teuer? Also die bläst man auf, die fühlen sich dann wahrscheinlich schön an wie normale Haut. Ja, die sind dann halt aus Latex. Und die Vagina ist elektrisch? Ja, die haben also Vagina, Anus mit Vibration und dann auch richtige Hände, die sind dann teilweise auch mit Vibration ausgestattet. Die Köpfe sind anders gearbeitet und also es ist schon, es sieht schon toll aus. Wird das oft gekauft, auch gerade in der hohen Preisklasse? In der hohen Preisklasse seltener, aber in der bis 200 Mark ist es ein sehr gängiger Artikel. Sehr gängiger Artikel. Mhm. Sind das eher junge Männer, die das kaufen? Mittleres Alter. Mhm. Ist ja sehr kurios, ne? Wenn man da so eine aufblasbare Puppe im Bett liegen hat. Ja, auch diese Vaginas und so, die es da zu kaufen. Es gibt ja nur Vaginas zu kaufen. Richtig, Seemannsbräute nennt man das. Das ist ja auch sehr schräg. Ja, das ist äußerst schräg. Aber die sind wirklich teilweise so hochwertig und so realistisch, also dass man als Frau davor steht und sagt, wow, ne, ja. Aber ich stelle mir dieses Bild vor, wenn die Männer dann nach Hause kommen und sich mit diesem kleinen Kästchen beschäftigen und ihren Pimmel da reinstecken, das ist doch völlig schräg. Ja, aber guck mal, wenn ich mich als Frau jetzt mit einem Vibrator verwöhne und ich nehme jetzt also zum Beispiel als Variante diesen Realistik-Cock, also einer, der wirklich aussieht wie ein echter, dann habe ich da auch keinen Mann dran. Ja, ja. Ich konzentriere mich in dem Moment ja auch nur. Ja, du hast völlig recht, ja. Nun bist du den ganzen Tag mit so vielen Dingen umgeben. Ja. Gibt es auch irgendeinen Gegenstand, der dich auch erotisch interessiert und scharf macht? Ja, eine Menge Dinge natürlich. Ja, was denn? Ja, das sind eben diese ganzen Dildos und Vibratoren. Da guckst du auch gerne hin, obwohl du es den ganzen Tag siehst. Ja, also ich bin schon oft gefragt worden, ob mich das abstumpft. Das ist also sicherlich nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Sondern ich bin dann auch so mehr oder weniger in der Dauererektion. Das heißt, es kann schon mal sein, dass du dir das neueste Modell, was du gerade reinbekommen hast, auch mal mit nach Hause nimmst. Ja, selbstverständlich. Es ausprobierst, um dann richtig beraten zu können. Ja, natürlich, ja. Trägst du denn jeden Tag auch Liebeskugeln? Ja. Jeden Tag? Ja. Also du hast dann die optimalsten Voraussetzungen für eine Verkäuferin oder eine Leiterin eines Sexshops. Ja, sicher. Ich werde auch immer gefragt, benutzen Sie das auch? Oder können Sie das auch? Ja, selbstverständlich. Also keine Abstumpfung? Nö. Dich interessiert es nach wie vor. Hast du einen festen Partner? Nö. Du hast keinen festen Partner. Hast du denn da schon mal jemanden kennengelernt, mit dem du hättest doch diesen 30 Zentimeter Mann anbaggern können. Ja, er hat mich auf den Kaffee eingeladen, aber ich habe dann direkt die Standardaussage gewählt, also mit Kunden nie. Naja, aber das wäre doch mal ein interessantes Erlebnis gewesen, ne? Ich weiß nicht, ob ich 30 Zentimeter leben muss. Hättest du keinen Vibrator mehr gebraucht. Pia, das war die Frau, die am nächsten dran ist an den gängigen Lustobjekten unserer Welt. Sie arbeitet in einem Sexshop. Ja. Ich danke für den Anruf. Ja. Alles Gute. Ja. Auf Wiedersehen. Lars, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Lars. Ja, es gibt eigentlich so zwei Aspekte betreffend Lustobjekt. Und zwar ist
So, der erste Aspekt, ich bin Tantra-Masseur für die Frau. Tantra-Masseur. Jetzt erfahren wir wieder was ganz Neues. Du bist nein. Doch. Komm, nein. Komm, ich weiß nicht, was ein Tantra-Masseur ist. Tantra ist die Kunst des Liebens, ne? Die körperliche, genau. Kommend aus Asien. Genau. Ist eine Philosophie, kann man schon sagen, ne? Eine Erotikphilosophie. Ja, genau. Ist so ein bisschen aus dem Buddhismus raus. Genau. Geht halt um die Erweckung der Sinne. Genau. Also um die Erweckung, nicht um die Erfüllung. Ja, ja. Da sind wir schon bei dem Punkt irgendwie. Es geht da eigentlich nur um die Erweckung der Geruchssinne und der Geschmackssinne, der Tastsinne, den Massagen. Mhm. Naja, und anschließend kann natürlich auch ein bisschen Sex kommen. Mhm. Na gut. Also, jetzt eins an dem anderen. Du bist Tantra-Masseur. Erstmal, wie wird man das? Gibt es eine Ausbildung? Ja. Es gibt tatsächlich eine Ausbildung. Wer bildet sowas aus? Gehst du da zu den Backwangs oder wer macht das? Nein. Es gibt in Hamburg eine Schule und in Zürich. Und ich habe in Zürich eine Schule besucht und war dann auch noch für 2 Jahre in Sri Lanka gewesen und habe mich dort weitergebildet. Also richtig solide ausgebildet? Ja, richtig solide ausgebildet, so mit Tantra und Ayurveda und halt alles so, was dazugehört. Ayurveda wissen wir auch nicht, was es ist. Was heißt das? Ja, also sagen wir mal so, das sind so ganzheitliche Medizin. Verstehe. So ein bisschen anthroposophisch. Ja. Ist das dein Hauptberuf? Das ist mein Hauptberuf, ja. Du hast eine eigene Praxis? Nein, ich mache das nur in den Hotels. Ich fliege oder fahre zu den Kundinnen hin in ganz Deutschland. Mhm. So, jetzt musst du uns erklären, wie man Tantra massiert. Massierst du die nackten Frauen am Unterleib oder wie? Nein. Also wie gesagt, man soll das nicht mit dem Kamasutra verwechseln. Es geht also nicht nur um rein Sex. Nein, es ist zum Beispiel so, so eine Sitzung dauert ungefähr 5-6 Stunden. 5-6 Stunden? Eine Massage. Ja. Ja, genau. Ja. Und man trifft sich dann in der Hotelbar meistens irgendwie und dann gehen wir irgendwie hoch aufs Zimmer und die Frau badet dann erstmal schön im Badewasser mit Rosenblüten und so weiter. Was machst du währenddessen, die Frau badet? Ich richte so den Raum her, das Schlafzimmer, so mit, was weiß ich, 50, 60 Kerzen, mit Ölen, mit ein paar leckeren Sachen zum Essen, so Obst und so weiter. Gehe dann ins Bad und gebe ihr ein Kimono, verbind ihr die Augen. Ich bin zu dem Zeitpunkt dann auch nur noch im Kimono. Und geleite ich sie ins Zimmer. Sie hört also nur noch ein bisschen leise Musik und sieht ja nichts. Und dann gibt es verschiedene Sachen zu riechen, verschiedene Sachen dann halt auf die Lippen zum Probieren. Und dann halt eine Massage, ja, und diese Massage. Das ist eine Ganzkörpermassage. Das ist eine Ganzkörpermassage. Da liegt, ja, die Frau auch schon nackt vor dir auf dem Bett. Genau, und ich auch, ja. Du auch. Du bist dann auch nackt? Ja, ich bin dann auch nackt. Mhm. Aber sie hat die Augen noch verbunden? Sie hat noch die Augen verbunden, ja. Und dann? Ja, und diese Massage lässt sich halt dann ausweiten, sagen wir mal so. Bei Erstkunden findet also prinzipiell kein Sex statt. Und bei Stammkunden natürlich, klar, unentgeltlich. Unentgeltlich heißt das, dass die ganze Massage endet dann in einem Mega-Orgasmus. Wenn du gut massiert hast vorher. Ja, kann man sagen. Aber ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber bist du dann nicht ein besserer oder ein gehobener Callboy? Ja. Ich weiß, das werde ich oft gefragt, ja. Ja. Was kostet denn so eine 5-Stunden-Behandlung von dir? Bei dir? Da bin ich also auch ganz variabel. Also ich habe auch Kunden, das sind Studenten und da sage ich, okay, 300 Mark Honorar sind in Ordnung und dann halt noch die Reisekosten und Hotel. Ja, oder bei so einer Staatsanwältin in Hamburg, da kann man dann ruhig 1500 Mark verlangen. Da kann man schon mal vielleicht noch 500 drauf. Genau. 2000 geht auch bei dir. Aber du bedienst nur Frauen? Ich bediene nur Frauen. Man kann Männer ja auch sicher Tantra massieren, ne? Ja, kann man. Also ja. Ich habe das bei einem guten Freund von mir probiert, aber irgendwie... Springt der Funke da nicht so über. Ja, eben, das ist es. Warum verbindest du den Frauen, wenn sie aus dem Bad dann rauskommen, wenn das immer das gleiche Ritual ist, die Augen? Damit sie also mehr Bewusstsein oder mehr auf die Geräusche meinetwegen hören oder mehr auf die Gerüche oder auf den Geschmack. Also damit sie nicht so abgelenkt werden kann. Also es ist eine ganz feine Herangehensweise an Erotik und Sexualität.
ne, mhm, mit ganz vielen Nuancen, mit Gerüchen und den entsprechenden Geräuschen. Was machst du denn, wenn du dich dann so lange mit einer Frau beschäftigst? Man hat ja nicht immer direkt man hat ja nicht unbedingt direkt einen guten Draht oder überhaupt einen Draht zu einer Person, einer Frau. Wenn du eigentlich diese Frau, die du da bedienst, naja, nicht attraktiv findest oder sie riecht nicht so, wie du es gerne haben möchtest, funktioniert das dann überhaupt? Ich sag mal so, ich bin eigentlich in der Lage, dass ich mir die Frauen soweit aussuchen kann. Es findet immer, habe ich vorher noch nicht gesagt, also es findet auch ein Vorgespräch statt von ungefähr einer Dreiviertelstunde. Mhm. Und wenn ich einfach denke, das ist es nicht, und ich schaffe es nicht, die Frau so weit zu bringen, wie ich eigentlich möchte, dann lasse ich es halt auch sein. Dann sage ich halt, es hat wahrscheinlich jetzt noch keinen Sinn oder es ist jetzt noch nicht die richtige Zeit dafür. Hast du richtige Stammkundinnen? Habe ich ja, also ungefähr so 20 Kunden. 20 Stammkunden. In welchem Alter sind die? Wie groß ist das Altersspektrum? Oh, das Alter 18 bis 36. Bis 36. Und würdest du sagen, dass du sie durch diese Art, oder sagen diese Frauen das vielleicht sogar zu dir, dass sie durch dieses Massieren und durch dieses ganze Ambiente schon eine ganz neue Form und Dimension der Sexualität erfahren? Ja, auf jeden Fall. Das erlebe ich ja in dem Feedback dann immer wieder. Und die nehmen halt dann auch was mit für die nächsten Tage einfach, weil die nehmen einfach auch den Alltag wieder ganz anders auf. Die hören dann, was weiß ich, irgendwo in der Innenstadt in Düsseldorf hören sie auf einmal wieder einen Vogel irgendwie zwitschern oder so. Und denken direkt an dich und an ja, so ungefähr. Aber ich könnte mir denken, dass sicher die eine oder andere Frau von einem solchen Mann träumt und sie sich nicht verliebt. Gab's das auch schon? Ja, das gibt's natürlich ziemlich oft, klar. Bist du in einer festen Beziehung? Nee. Das nicht. Und blockst du es ab, wenn Kundinnen sich in dich verlieben? Ja, eigentlich schon. Da ist Job und Schnapse, wie man das so sagt. Ja. Ein Tantra-Masseur, das habe ich auch noch nie gehört. Laris 28, danke für deinen Anruf. Bitte, du. Tschüss. Mann. Tschüss. Andi, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Was hast du uns Gutes zu erzählen in Sachen Lustobjekte? Ja, also ich behaupte einfach mal, dass viele meiner Freunde bzw. viele Leute ja meine Freundin eben als Lustobjekt ansehen. Mhm. Warum? Ist sie so ein super Schuss oder? Weiß ich nicht. Also ja, für mich auf jeden Fall. Ja. Wäre ich jetzt nicht schon über 3,5 Jahre mit ihr zusammen. Aber ja, mich nervt ganz einfach, dass wenn ich mit ihr unterwegs bin und es sind Freunde von mir dabei, jeder irgendwie oder viele davon meine Freunde dann versuchen anzubaggern. In meinem Beisein. Wie, deine Freunde? Deine Freunde baggern deine Freundin an? In deinem Beisein sogar? Ja, richtig. Da sind es aber keine Freunde, würde ich sagen. Nee, richtig. Mhm. Aus diesem Grund habe ich auch schon mit mehreren Freunden von mir Streit bekommen und auch die Freundschaft beendet, weil ich das nicht einsehe. Wenn ich nicht dabei bin und die treffen meine Freundin, dann lass uns doch mal weggehen, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, lass uns doch mal dieses, jenes machen. Mhm. Und alle wissen eigentlich im Prinzip, dass es seit über 3,5 Jahren meine Freundin ist. Und insofern verstehe ich das nicht so ganz. Und es artet dann bei uns beiden auch oft in Streit aus. Warum? Ja, weil sie ist mehr so der lockere Typ. Sie sieht das eigentlich so ganz so eng. Und also sie würde ganz gerne mal einen Kaffee trinken gehen mit dem einen oder anderen Kumpel. Ja, richtig. Sie sagt, da passiert ja nichts, ist ja alles kein Problem. Aber für mich wird es dann irgendwann zum Problem, weil es auch schon zweimal schief gegangen ist. Ach, da ist sie Kaffee trinken gegangen und dann blieb es nicht bei dem Kaffee trinken. Richtig. Ja. Ist natürlich eine Gratwanderung. Einerseits kannst du es auch übertreiben und zu sehr deine Fittiche über sie legen und hysterisch reagieren, wenn sie mal auch ihre eigenen Sachen machen will. Aber wenn sie dann schon auch mal solche Ausfälle hatte, ist es natürlich verständlich. Ja, richtig. Und aus diesem Grund gehe ich auch ungern mit ihr weg. Wir sind irgendwo zusammen in irgendeinem Bistro, in irgendeiner Diskothek oder sonst wo. Und irgendeiner spricht sie an und unterhält sich mit ihr und ich sag dann irgendwann, pass auf, jetzt ist gut, bis hierhin und nicht weiter. Aber eigentlich ist es ja schon beschissen, dass du das sagen musst. Ja, natürlich. Eigentlich müsste sie ja das sagen, so weit und bis hier und nicht weiter. Und du müsstest eigentlich Vertrauen in sie haben. Richtig. Okay, es ist okay so. Richtig. Aber das Vertrauen ist missbraucht oder gebrochen durch die Vorfälle, meinst du? Richtig. Zweimal jetzt. Und ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das, ja, ich bin, was das angeht, eben etwas strenger und sag dann bis hier und nicht weiter.
und sie denkt dann, ah, einen können wir noch, da ist ja noch ein bisschen. Vielleicht macht sie es aber auch ein bisschen aus Trotz, vielleicht fühlt sie sich auch zu sehr eingeengt von dir. Kann das sein? Nein, auf keinen Fall. Nein. Sie hat alle Freiheiten. Also sie weiß ganz genau, wenn sie weggehen möchte mit irgendwelchen Leuten, mit ihren Freundinnen, oder alles also, kein Problem. Sie darf alleine weggehen. Richtig. Mhm. Habe ich nie was dagegen gehabt. Ja, ist ein Problem, was euch wahrscheinlich immer wieder begleiten wird, ne? Und immer wieder bei euch sein wird. Ja, leider. Ja. Andererseits ist es natürlich auch eine tolle Sache, wenn man so eine attraktive Freundin hat, ist man ja auch stolz drauf, ne? Rauszugehen und sagen, hier Leute, das ist meine Freundin. Ja, natürlich, aber es bringt mir nichts, wenn ich sagen kann, hallo, das ist meine Freundin hier und da bin ich stolz drauf. Mhm. Wenn sie die Grenze nicht kennt, wenn sie nicht weiß, bis wo sie selbst gehen kann. Mhm. Bist du denn in den Jahren ihr immer treu geblieben? Ja. Absolut. Mhm. Absolut, zu 100%. Ja. Hast du natürlich gute Karten, ne? Jetzt ihr gegenüber, wenn sie zweimal eben untreu war. Ja, das eine Mal schiebt sie davon auf den Alkohol. Mhm. Da hätte sie was getrunken gehabt und sollte eigentlich nicht so weit kommen. Ist aber nun mal passiert. Mhm. Ja, und beim zweiten Mal ist es halt so passiert, also da konntest du mir keinen genauen Grund für nennen. Dennoch, Andi, ich glaube, das Problem ist ihr vollkommen bewusst. Und ich glaube, dass es gut ist für dich, wenn du ein bisschen gelassener an die Sache rangehst. Wenn du nämlich das immer und immer wieder forcierst und Druck machst und thematisierst, glaube ich nicht, dass es gut ist für eure Beziehung. Natürlich nicht, dadurch gibt es oft Streit. Ja klar, ein bisschen Gelassenheit, mehr Souveränität. Und wenn es dann nochmal passiert, na gut, dann ist es halt ein Beweis, dass sie auch nicht so ganz zu dir steht. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn du ein bisschen noch zurückgehst. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da weiter verhalten soll oder was ich da am besten machen kann, weil ich Angst habe, wenn ich den Druck nachlasse, wie lange muss ich warten, bis es das nächste Mal passiert. Ja, ich glaube, es ist viel gefährlicher, wenn man den Druck erhöht, dass dann irgendwas kaputt geht. Mein Lieber, also deine Freundin ist das Lustobjekt. Ja. Zu unserem Thema. Danke für deinen Anruf und euch beiden alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Marc. Hallo Marc. 22. Domian. Ja. Na? Ja, also ich bin Sockenfetischist. Das ist mein Lustobjekt. Socken. Frauensocken. Frauensocken? Ja. Was? Egal, welche Socken? Oder weiße Frottiersocken oder sowas? Ja, nee, da lege ich mich eigentlich nicht fest. Es kommt mir eigentlich nur auf die Füße an, also der Frau, die Socken tragen. Also es können auch Strumpfhosen sein von Frauen? Ja, klar, das geht auch. Also Strümpfe von Frauen. Strümpfe von Frauen. Du bist ein Strumpffetischist. Müssen die Strümpfe getragen sein? Ja, auf alle Fälle. Mhm. Also ein neu gekaufter Frauenstrumpf macht dich nicht an? Nee, das nicht. Also die müssen schon etwas riechen auch. Wie kommst du denn an diese getragenen Strümpfe von Frauen? Ja, also wie gesagt, ich habe in meiner Bekanntschaft, da habe ich einige Frauen drauf angesprochen und also ein paar haben mir auch welche gegeben, aber ehrlich? Ich denke mal eher wahrscheinlich aus Mitleid, ich kann es nicht sagen. Aber ja, das ist natürlich auch schon kurios, ne? Wenn du sagst, schenkt mir doch mal eure möglichst lange getragenen Socken. Ja klar, nein, ich mache das dann schon ein bisschen, also ich rede vorher mit denen, ist ja klar, ich ja, nicht gleich so mit der... Wenn du dann von einer schönen Frau die getragenen Socken bekommen hast, was machst du dann mit diesen Socken? Ja, da gehe ich erstmal heim, leg mich ins Bett und also rieche erstmal, wie soll ich sagen, eine Zeit lang an denen und das macht mich an. Mhm. Und das endet dann wahrscheinlich in einer Selbstbefriedigungsorgie. Ja, meistens, also eigentlich immer. Hast du eine Freundin? Nein. Hattest du mal eine Freundin in längere Zeit? Jein, also die kam bisher mit meinen Fantasien nicht so zurecht, mit meinem Sockenfetisch. Ja, da wollte ich drauf hinaus, wenn du mal eine längere Beziehung... Ja, also die meisten, also eigentlich alle Freundinnen fanden das nicht so gut. Mhm. Deswegen habe ich mich dann auch von denen getrennt. Ja, es ist immer so eine Frage. Ich habe oft Leute, die einen Fetisch haben, hier bei mir in der Sendung. Ja. Wie stark ist der Fetisch? Ist das unbedingt notwendig, wenn du jetzt eine nette Frau kennenlernst und dich verliebst, dass du dieses mit in die Sexualität einbaust? Oder kannst du auch sagen, okay, ich liebe die Frau so, wenn die nicht draufsteht, ich kann auch ohne? Schwer, also es müsste dann wirklich schon eine sehr große Liebe sein. Also ich bedarf eigentlich meiner Socken. Also, dann stehst du, glaube ich, in einem großen Problem, ne? Ja, schon, aber ich warte immer noch auf die richtige Frau. Ich hoffe, dass die noch kennenlernen werden. Aber auch so für so ein unverbindliches Sexualleben ist das ja auch sehr schwierig, wie du gerade schon sagtest, ne? Überhaupt dann an den Gegenstand deines Begehrens zu kommen. Ja, auf alle Fälle. Also ich bin auch noch nicht so weit, dass ich mich jetzt traue, einfach Frauen auf der Straße anzusprechen. Also, leider, vielleicht sollte ich das mal irgendwie... Es gibt ja im Internet alle möglichen Foren und Treffpunkte. Hast du da nicht schon nach Gleichgesinnten mal gesucht?
Ja, habe ich auch schon gemacht, aber bisher eigentlich erfolglos. Oder man wird halt meistens, wie soll ich sagen, verarscht, also nicht so ernst genommen. Also, die Sendung geht zu Ende. Dein Lustobjekt sind getragene Frauenstrümpfe. Okay, hey Domian, eine Frage noch. Ja. Was macht eigentlich der Elch da hinten? Dieser Beleuchtete. Was der da macht, der steht einfach zu eurer Belustigung da. Ach, zu unserer Belustigung. Ich habe gedacht, der hat irgendwie einen tieferen Sinn oder so. Nein, den habe ich geschenkt bekommen von einem Kollegen und er macht sich auch gut vor dem blauen Hintergrund, ne? Ach so, ja klar, der ist wunderschön. Damit ihr nicht immer zu mich angucken müsst. Dann könnt ihr auch immer den weißen Elch angucken. Ja, doch, ist auch ein echter Blickfang, doch. Ja, genau. Es ist übrigens ein Hirsch. Okay. Wir müssen Schluss machen. Tschüss, Marc. Ciao. Tschüss. In der Technik Carsten Klinger und Hans-Jürgen Wilde. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live sind wir wieder da und im WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Dann könnt ihr mich wieder anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne live hier in der Sendung mit mir reden wollt. Ihr könnt auch morgen wieder wie immer ab 0 Uhr hier bei uns schon anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine sehr schöne, gute Nacht und sage bye bye und ciao. Bis morgen.